Hi ho, Digidi Hunter PV. Wir sind hier wieder bei Digimon World 2003. Wir befinden uns jetzt hier, nachdem wir uns den Personalpass geholt haben, im AUA-Quartier, beziehungsweise im Admin-Center. Und es geht jetzt, dass wir... War da hinten das? Das war hier oben. Und es geht jetzt, dass wir uns durchschlagen. Nee, da oben geht's weiter. Dass wir uns durchschlagen bis nach ganz oben. Das wird ein Weilchen dauern. Oh nein, nicht schon. Wieso haben die alle ein Rarumon? Das ist doch so ekelhaft. Ach komm, bitte irgendwie mach es tot. Gut, das macht eine normale Attacke. Das finde ich gut. In der letzten Folge hat es uns ja ziemlich zugesetzt. Weil es meinte, ich brauche euch mal bewegungsunfähig. Ich mache euch bewegungsunfähig, das macht so viel Spaß. So. Ja, das macht auch viel Spaß. Die haben alle Rarumon und Cyclonmon. Haben sie ihre Digimon hier nur in der Generalisation gehört? Also hier in dem Bereich, wo Datamon halt ist. Ich nenne das jetzt auch mal keine Dissertation. So, wenn das klappt, dann kriegt X-Meman auf jeden Fall ein paar schöne Erfahrungspunkte. Bin mal gespannt, ob es das überlebt. Wie gut ist das überlebt? Oh ja, das lässt sich aushalten. Einen Angriff kann ich noch machen, dann haue ich wieder eine Superladung rein und in der Zeit werde ich das Cyclomon fertig machen. Ui! Ui! Das haut ja mächtig mal mit Magieangriff bei einem Cyclonmon. Aber ich muss mich heilen. Sollte es sich verteidigen, ist der Xemon tot. So. Dann mach es mal bitte platt. Dann mach es mal bitte jetzt platt, Xemon. Agumon. Wie auch immer ich dich nennen soll. Herzlichen Dank, das hast du gut gemacht. Das hast du gut gemacht. Nur ein Level. Ah. So, ich glaube, hier hinten war eine Kiste. Ah, richtig. Eine Wiederherstellungskette. Was? Was ist das? So, an das Item kann ich mich nicht mehr erinnern. Was war denn das? Wiederherstellungsdiskette, Personalpass, nein. Superher. Ja. Ja. Ich sehe es nicht. Powerladung, Superladung, Lebensdisk, Spinnennetz. Baumstiefel. Das geht ja eigentlich nach der Zeit, der ich es bekommen habe. Da ist es so an. Weisheit, CW, Maschinenring und die da drin. Konterwappen und B-Box, hier, das ist ein... Hä? Ja, was ist jetzt diese Wiederherstellungsdiskette? Oh, vielleicht ist das eine Karte. Ich will das jetzt wissen. Ist das eine Karte? Ach, das ist Weltkarte. Hoppala. Warte. Ja. Kartenordner. Genau. Kartenalbum. Ist das eine Karte gewesen? Handelsladung. Agurumon rufen Berserker Energie. Schützgerät. Portomon, Janmamon. Nein. 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 Okay. 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 Hier sind nur Digimon, so wie es aussieht.
ich jetzt auch keine Wiederherstellungskette. Was ist denn das? Ach Gott, wisst ihr was? Lasst mich einfach alle in Ruhe. Lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Ah. Ich höre jetzt auf, danach zu suchen. Ich glaube, das ist besser für meine Gesundheit. So. Da hinten ist auch nochmal eine Truhe. Sehr einfallsreich. Anscheinend sind die Soldaten alle copy-pasted worden. Alle die gleichen Digimon, alle die gleichen Sätze. Das ist fantastulös. Einfach toll. 10 out of 10. Would burn the rare one again. Ui. Schicker, kritischer Treffer, X-Wemon. Schick. Bin stolz auf dich. Kannst du das nochmal erfolgen? Ich glaube, ein einfacher Angriff reicht. Oder auch nicht. Wehe, du setzt jetzt dein komisches Paralysezeug ein. Dankeschön. Nun ja. Angriff. Es lebt noch. Das gibt's doch nicht. Komm, verteidige, verteidige. Oder überlebe es. Es überlebt. Jetzt werde ich dich aber heilen. Ansonsten ist mir das zu riskant. Mit 40 HP ist das ein bisschen knapp. Ja, toll. Jetzt kommt es mit seinem Paralysezeug. Ich hätte vielleicht angreifen sollen. Oh Gott, komm. Bitte treff, bitte treff. Dankeschön. Jetzt müssen wir noch das Cyclomon besiegen. Irgendwie. Ist die Frage, ob ich überhaupt zum Angriff komme. Doppelter Angriff ist schon mal doof. Also definitiv, das ist nicht, damit kann man nichts anfangen. Kein Counter, das ist auch doof. Dann probieren wir mal eine Flammenlanze. Schade, das war vorhin nur ein kritischer Treffer. Hätte mich auch gewundert, wenn es auf einmal mehr Schaden macht. Ja gut, wenn ich die Möglichkeit habe, tausche ich dich lieber mal aus. Metal Mamemon. Hauptsache es kriegt Erfahrungspunkte. Beide. Also X-Wemon und Metal Mamemon. Metal Mamemon, möchtest du vielleicht einen Counter machen? Das wäre toll. Nein? Schade. Gut, dann greifen wir weiter an. Ganz normal geht das hier weiter. Holen uns dann diese Truhe, was auch immer da drin ist. Vielleicht wieder irgend so ein Item, von dem ich nicht weiß, was es eigentlich ist. Oh, ist es aufgetaut. Das hätte ja gar nicht lang gedauert. Überhaupt nicht. So, machen wir nochmal das drauf. Nur um sicher zu gehen, nicht, dass es wieder mit 10 HP oder so überlebt. Die Gilmon erhält Level 23, aber das Metall Mamemon hat leider noch kein Level Up auf Level 45. Shady. Yeah, ich habe 100 Bit. Ernsthaft. 100 Bit. Die hättet ihr euch auch sonst noch wohin stecken können. Dann heilen, heilen, Segen. Heile, heile, heile. Ich mach dich jetzt heile und ich mach auch heile. Guck mal, man braucht nichts, okay. So, ich glaube, jetzt betreten wir gleich den Bereich, wo wir im Quartier selbst drin sind, im Admin Center. Also vom Keller aus weg, rein in. Nein, wir müssen erst noch den besiegen. Ha, ich dachte, wir gehen jetzt gerade aus und dann sind wir schon drin, ne? Nein, stattdessen ist er nochmal ein Rarimann. Toi, toi. Töte es einfach. Revanchiere dich für diesen Angriff. Gut.
Willst du nicht? Gut, dann greif einfach nochmal mit einem Flammenlanzen-Speer-Dingens an, was aussieht wie ein Ball. Möchtest du jetzt einen Counter machen? Ich möchte dieses rare Mann nicht mehr sehen. Nein. Was haben wir denn heute? Heute müssten wir, weiß ich nicht, irgendwann Mitte Januar haben oder sowas, ne? Könnte gut sein. Könnte gut sein. Mitte Januar. Wisst ihr, was das heißt? Obwohl, ich schaue am besten gleich erstmal nach. Im Kalender. Das kann ich am besten am Handy machen. Dann unterbreche ich nämlich die Aufnahme nicht, weil ich dann im Windows-Rechner, Windows-Kalender nachschaue. Ja, ich wollte... egal. Was ich will, ist im Spiel ja egal. Kalender. Das ist dann... Oder 5, dann müssten wir jetzt den 9. haben oder so, ne? Irgendwie sowas. Ja, irgendwie so. Fängt für mich jetzt heute wieder die Arbeit an. Wenn ich das richtig sehe. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, wie die Parts hochgeladen werden, dann muss ich heute wieder arbeiten. Dann sind zwar noch 2 Wochen, dann bin ich fertig. 2-mal noch an. Oh nein, oh Gott, es greift nochmal an, Gott sei Dank. Überlebe, überlebe, überlebe. Oh Gott. Ex-Wemon, jagt mir nicht so einen Schrecken. Also ja, was wollte ich sagen? Wenn der Part am 9. Januar hochgeladen wird, bin ich in 2 Wochen fertig mit der Ausbildung. Zumindest mit der Arbeit. Die Schule habe ich ja auch schon lange fertig. Aber da warte ich noch darauf, dass ich mein Zeugnis kriege. Das gibt's erst Ende Januar. Aber ich habe mir halt die letzten Januarwochen freigenommen. Dreist wie ich bin. Hab mir nämlich den Urlaub in den letzten Herbstferien habe ich mir erspart, damit ich mir die letzte Januarwoche freinehmen kann. So, endlich sind wir drinne. Jetzt sollten wahrscheinlich auch andere Gegner auftauchen. Ich werde jetzt Ex-Wemon noch so lange vorne lassen, wie bis es endlich mal seinen ersten Skill lernt. Gardromon. Das hier fand ich eigentlich immer witzig, weil das Gardromon hier blau-gold ist und nicht braun. Braun-silber, glaube ich. Das hat mich immer als Kind verwirrt. Ich dachte immer, was ist das für ein Digimon? Das ist doch kein Gardromon. Gardromon ist braun. Vielleicht ist das halt so eine aufgepuschte... mega coole AOA-Version. Gardromon AOA. AOA Gardromon. Counter, nice. Oh, schade. Treffen wir nochmal. Ah ja, ich treffe. Ja, das zieht okay ab. Das ist okay. Magst du nochmal einen Counter versuchen, XP-Mon? Nein, gerade nicht. Schade. Dann habe ich dir eine Superladung rein, damit du überlebst. Und mach dieses Grimmon fertig. Oh, wieso habe ich jetzt so wenig Schaden gemacht? Das ist doof. War das einfach vorhin ein kritischer Treffer, wo ich so viel gemacht habe? Probier es doch mal mit Magie. Flammenlanze. Ja, sieht schon besser aus. Oh, Agumon hat 2090 Leben. Das sieht schön aus, die Zahl. Es ist tot. Was hat er als zweites? Ein Tankmon. Mit seinen komischen kleinen Händen. Schön gemacht, Ex-Wemon. Ich bin von dir begeistert. Du hältst dich gut. Seine Explosionsleiste. Seine Stoßdigitationsleiste. Das könnte gut sein. Es bezieht ja auch eine Menge Schaden.
709. Ich glaube, dann kann ich noch einmal angreifen. Gesetzt dem Fall, dass es jetzt nicht irgendwie was anderes macht oder mir mehr Schaden reinhaut. Oder ich kann einfach nochmal angreifen und das ist auch gut. Das ist natürlich auch gut. Ja, das hat gut funktioniert. So, ein Level noch, dann lernt es hoffentlich mal etwas selbst. Das wäre schön. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn ein XP-Mann etwas Schönes lernt. Am besten fände ich ja sowas wie Small Heal oder sowas, dass ich endlich mal heilen könnte, aber ich glaube nicht, dass ich XP-Mann heilen kann. Bin mir nicht sicher, ich hatte nie wirklich viel XP-Mann benutzt immer. Was ist denn hier? Asuka City. Ah! 1000 Bit. Nice. Einfach mal so 1000 Bit gekriegt. Schön. Läuft. Müsste ich ja eigentlich gleich so weit oben sein, dass ich beim bei dem Rezeptionsschalter bin. Ach ja, die wurden ja auch gecopy-pasted. Copy-paste everywhere. Ich hoffe, dass ich in Asuka City reinkomme. Dass ich wenigstens mal kurz heilen kann. Den ganzen Weg zurücklaufen wäre doof. Ich habe zwischendurch, wo ich ja vor Datamon war, geschnitten hatte, da... Ah, deswegen liebe ich das Counter-Button. War ich noch vorher im Wald-Inn, Forest-Inn, und habe da noch gespeichert. Trotzdem wäre es doof, wenn ich jetzt extra dahin zurücklaufen müsste, nur zum Heilen und jetzt kurz ausruhen. Okay, das war überraschend. Damit habe ich nicht gerechnet. Gebe ich ganz ehrlich zu. Damit habe ich nicht gerechnet. Wiederbeleben lohnt sich allerdings nicht, weil der Lebensdisk ist teuer und belebt halt zwei gleichzeitig wieder. Da will ich lieber nicht jetzt noch einsetzen. Kämpft halt gleich noch einmal mehr. Das ist ja auch okay. Metall Mammelmann hält aber was aus, ne? Nein. Tut es nicht. Es wird wahrscheinlich jetzt auch gleich schwer. Passt schon. Verteidige dich bitte. Oh, schön, 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 schön. Denn du hast mich gehört. Das finde ich gut. Jetzt greif noch ordentlich an. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin stolz auf euch. Gelernt, slow down. Oh, ja, das verhilft, dass der Gegner langsamer wird beim Angreifen. Und dann will ich jetzt erstmal mit XP mal wieder hochheilen. So läuft das halt bei mir. Ich trainiere nicht viel, ich heile lieber mit Items, weil ich es kann und weil die Items jetzt auch billig sind. Da kann man mal ruhig 99 Stück von kaufen. Gut, dann wollen wir jetzt erstmal noch XP-Mann auf Level 10 kriegen. Dann schauen wir mal, dass ich Kumo-Mann erstmal wieder austauschen, dass der aufholen kann von den Leveln her. Der ist ja noch 22. Das ist ein bisschen wenig. Flammenlanze! Ich kann mir das so richtig cool vorstellen, wie so ein XP-Mann mit so einer Lanze, so einem Speer aus. So einem Flammenspeer, Flammenlanze so in die Hand nimmt und in seine Hand scheinen lässt und dann so auf den Gegner schmeißt. Wie beim Speerwerfen in Olympia. So stelle ich mir das vor. Schade, wenn es nicht verteidigt hätte, wäre es tot. Warum musste es sich verteidigen? Warum? Halt so. Meine Granate! Das sollte gehen. Das sollte gehen. Selbst wenn es dann nochmal angreift, hätte ich immer noch 3 HP über. Jo, passt.
Spaß. Ich muss nur hoffen, dass das Tankman nicht fertig macht. Gott sei Dank. Superladung. Du sollst mir nicht sterben, du sollst diesmal überleben, X-Wemon. Gut, wie viel zieht mir das ab? Dann muss ich jetzt aufpassen. 709. Oh, nice. Nice. Counterwappen, yay. Ich liebe es einfach. Was würde ich nur ohne das Counterwappen tun? So, Airblast, okay. Wird ein Luftangriff. Den tauschen wir jetzt erstmal aus. Dann spare ich mir auch gerade erstmal noch das Heilen. Mein Bosskampf ist noch nicht in Sicht. Kellertreppe. Müsste ich jetzt, glaube ich, in Admin Center. Ja, genau. Jetzt bin ich hier und kann vielleicht mit Glück nach Asuka City rein. Ich weiß es nicht, aber vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Oh, ja, ja. Dabei machen wir dieses Garromon mit einem Hammer Rush fertig. Ja, passt. Was macht denn... Thunder Gimmin für Schaden? Wow. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Gucken wir das mal bei dem Tankman auch aus. Ob das jetzt nur Zufall war oder ob die das als Schwäche haben. Ja, die haben das als Schwäche. Schön. Schick. Warum habe ich das vorhin nicht erkannt? Thunderbolt. Level 23. Schön, 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 schön. Das läuft ja. Das läuft wie geschmiert. So, kann ich jetzt hier raus? Haupteingang. Oh, wie schrecklich. Oh, also ich hatte mal ein Administrationscenter. Oh. Die Aua stecken dahinter. Hab ich gewusst. Alles sind in Ordnung. Gott sei Dank, bin ich froh. Willkommen. Hier findest du Tipps zum Spiel. Zeig dir dann auf deinem Spielterminal an. Nein, nicht jetzt. In Ordnung. Wenn du irgendwas haben willst, sprich mit mir. Nee, nein. Die A-O-A. Ach, das ist eine Miss? Die A-O-A. A-O-A. Wir müssen abhauen. Ich konnte nichts machen. Mit einem Partner wäre das anders gelaufen. Oh Schreck, ich dachte, jetzt werde ich gelöscht. Das ist eine durchaus berechtigte Angst. Muss man mal sagen, das ist eine durchaus berechtigte Angst. Wenn man jetzt in so einem Online-Spiel gefangen ist, hat man ja jetzt auch schon mittlerweile in einigen Animes gehabt. Wie soll ich meinen Digimon digitieren? Digimon. Oh, der Professor ist weg. Das ist doof. Es ist wirklich eine Angst, die besteht, wenn man in einem Online-Spiel gefangen ist, dass irgendwie vielleicht der Körper beschädigt wird und dass also die Daten beschädigt werden, wodurch man einfach tot ist. Sprich, wenn man im Spiel stirbt, stirbt man auch hier. So, erstmal heilen. Dann haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Zeige ich euch jetzt erstmal den Shop. Das ist nämlich hier hinter.
Man musste diesen Typen ja ansprechen, der hat dann gesehen, oh, ihr habt eine Eldorado-ID-Karte, ja gut, dann lasse ich euch mal vorbei, ihr seid Clubmitglieder, ihr seid voll cool und so. Und dann kommt man hier auf den Trödelarm, wo es voll die geilen Sachen gibt. Oh, ich sollte vielleicht mal zu einer Auktion gehen, das stimmt allerdings. Machen wir das auch noch. Kaufen. Ist davon irgendwas jetzt gerade besser, was ich gebrauchen kann? Nein. Alles noch der gleiche Stuff, den ich vor einigen Parts hatte. Dann kaufe ich mir aber erstmal Superladungen und stocke meine Powerladungen auf. Kann man nämlich ja auch kaufen, das ist fantastulös. Ja. So, 31, ja. Wie viel könnte ich davon kaufen? Ja, so viele will ich eigentlich gar nicht. Sagen wir mal 40. 40 ist okay. Dann bin ich wenigstens gut ausgerüstet. Und was sagst du eigentlich? Was? Gefährlicher Zahn ist hier nicht. Ist hier auch nicht? Das ist komisch. Hab gehört, er wäre in Nazca City. Hey. Gefährlicher Zahn ist ein Waffen-Item. Falls ich das irgendjemand fragen sollte. Deswegen werde ich jetzt in der Auktion schauen, ob wir da vielleicht gerade den gefährlichen Zahn zu einem Angebot haben. Könnte ja gut sein. Könnte ja gut sein. Und danach würde ich sagen, beenden wir erstmal den Part, ne? Weil von hier aus kann ich dann auch erstmal einen guten Cut machen. Auch für mich selbst. Häng nicht so in der Schwebe, häng nicht einfach mitten in irgendwelchen Kämpfen drin. Da war der Kreuzer, dann ist hier das Eldorado, genau. Schauen wir mal. Wir haben eine Auktion. Sehr schön. Was haben wir denn diesmal zur Auswahl? Ich hoffe, irgendwas für Kumamon. Kumamon könnte es gebrauchen. Das ist eure Chance. Es geht ums Hauptitem. Der gefährliche Zahn, von allen bewundert. Das Mindestgebot für die Gilman-Waffe liegt bei 1600 Bit. Grummel, 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 grummel. 2000 Bit. 2300 Bit. 2600 Bit. 2700 Bit. Ja. Also 2700 Bit. Oh nein. Wow, 2700 Bit. Bietet jemand mehr? Grummel, 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 grummel. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Gefährlicher Zahn für 2700 Bit. Gratulation. Ich übertrage das Item jetzt an deinen Satelliten, an deine kleine Suvo. Wow, und der gefährliche Zahn. Wow. Ich habe jetzt ein echt cooles Item. Ich gehe jetzt. Boah, ich bin so cool. Ist nur die Frage, ob der gefährliche Zahn mit irgendwie brauchbar ist. Ich habe ja eigentlich schon eine ganz gute Ausrüstung für Gilmon. Ausrüstung, genau. Ich glaube, gefährliche. Nein, tut mir leid, gefährlicher Zahn ist nicht gut. Leider nicht. Kann ich dem einen Typen bei dem Laden das vielleicht verkaufen? Für mehr Geld wieder zurück? Soll ich sagen, oh ja, hier, gib mir mal so 5000 Bit dafür. Dann würde ich dir den überlassen. Sau viel wert, ich habe 10.000 bezahlt. Also wenn du bei mir kaufst, billiger. Kriegst du es billiger, kriegst du es sehr viel günstiger, sehr viel. Es ist im Originalzustand. Ich habe dem Zahn einen gefährlichen Digimon ausgeschlagen, deswegen ist es ein gefährlicher Zahn. Ja.
Ja. Gut, so, dann schauen wir mal, ob ich das dem Typen tatsächlich verkaufen kann oder ob der wirklich nur anzeigt, was an Optionen gerade da ist. Weil das ist mir nicht aufgefallen, dass der Typ wirklich das sagt, was gerade in der Auktion zu fahren ist. Nö, der will er nicht. Okay. Dann sagt er mir wohl einfach nur, was gerade in der Auktion aktuell ist, ohne dass ich da groß hochlaufen muss. Na gut, das ist vielleicht praktisch, das wusste ich nämlich bisher auch noch nicht, weil ich denn nie so drauf geachtet hatte auf die ganzen NPCs. Gut, ich gehe abspeichern und heilen brauche ich mich gar nicht, glaube ich. Nein. Gut, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, hinterlasst ein Pfötchen oben. Wenn sie euch nicht gefallen hat, ein Pfötchen oben. Und Kommentare, schreibt mir in die Kommentare, wie es euch geht. Was ihr so tut den lieben langen Tag und worauf ihr euch 2017 freut. Vor allem, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das hatte ich sogar schon letztes Mal gefragt. Ist egal. Schreibt mir irgendwas in die Kommentare, und wenn es nur irgendwie ist, ich liebe Pudding. Genau, schreibt mir in die Kommentare, ich liebe Pudding. Denn ich liebe Pudding. Bis zum nächsten Mal, mal richtig. Bye, bye. Morgens 9:30 und wir sind jetzt in Asuka City angekommen.